Klar, wie kriege ich dann nur den rechten mit Sand, den linken mit Sand? Einfach so her, würde ich sagen. Brauchen die aber erstmal noch Strom an. Nee, warte mal, ich baue erstmal hier die Route fertig. Verteiler. So, jetzt brauchen wir erstmal Strom. Das passt. Ah, ist ein bisschen unter Strom hier. Da baue ich doch mal zur Sicherheit. Nochmal einen zweiten Generator hin, hier mit einem Verteiler. Geht das hier 1A? Und dann können wir das... Ah, genau, es ist auf Anschlag. Sehr gut. Und das Silizium können wir dann hier rausziehen. Ich glaube, da müsste ich wahrscheinlich mal eine Brücke nehmen. Kann natürlich auch eine Kreuzung nehmen. Zack, zack. Das ist dann halt nur eine kurze Brücke. Geht aber auch. So. Ast rein. Ich gucke mal kurz hier unten, wie das hier aussieht. Die Hälfte der Welle ist schon durch. Guck mal, das steht alles noch. Das ist ja echt geil. Wahrscheinlich könnte ich auch noch mehr hinbauen. Die können alle hier drüben, ne? Das ist auch interessant. Oh, Entschuldigung, dass ich hier den Spawnbereich fälschlicherweise betreten habe. So, jetzt kann man auch dieses komische Dingsda-Glas bauen. Metaglas. Da haben wir einen Brennofen, der braucht Strom, Blei und Sand. Sieht mit Blei aber auch nicht so prickelnd aus hier am Start, am Spawn. Da unten ist noch was. Na gut, hier kommt so viel. Ich glaube, da kann man locker was... was wegnehmen, aber die Stromversorgung macht mir da ein bisschen Sorge. Wir bauen einfach mal 3 Stück. So, da wird dann abgegriffen. So, für Sand würde ich einfach wieder hier einen eigene Bohrer bauen. Und zwar... Ich würde das einfach mal so hier probieren. So... Kreuzung, Kreuzung, Verteiler, Verteiler. Es funktioniert.
Und jetzt braucht er noch Strom. Kann ich dann die beiden Kraftwerke zusammenschalten oder gibt es dann... Warum geht der nicht? Und auch Strom ist hier am Anschlag. Bei den anderen auch. Okay, dann... Also, der kann von beiden angekettelt werden. Aber der nicht. Irgendeinen Grund wird das schon haben. Und jetzt können wir das Zeug halt einfach wegtüdeln. Das geht einfach auch mal da drauf. Bitte mir viel Verkehr. Für die ganze Sache kann ich wieder irgendwas erforschen. Halt. Die Forschung will ich. Kommandozentrale. Kommandozentrale freigeschalten. Dann habe ich hier Logikbildschirm. Und ansonsten ist das eigentlich jetzt alles bisher gewesen. Ja, dann können wir mal hier unten gucken. Da war ja auch so eine Sache mit diesen ganzen hier. Das konnte man sich ja irgendwie erobern, indem man es abreißt und dann wieder neu aufbaut. Geht aber anscheinend nicht mit allen. Sporenpresse, aber also wahrscheinlich erstmal Sporen. Die haben wir noch gar nicht. Kultivierer, der braucht Wasser. Und Strom. Dem fehlt doch hier irgendwas zum Bauen von dem Ding. Aber hier war auch noch was. Schwallturm, Kultivierer, Sporenpresse. Batterie, Turbinengenerator. Jetzt habe ich das Ding wieder hier. Gedingst. Ja, da ist wahrscheinlich irgendein Material, was wir noch nicht haben. Ja, die braucht jetzt einfach Strom. Wasserextraktor braucht Flüssigkeit. Hä? So, das kann ich dann einfach hinstellen. Ich meine, wir können das ja mal ausprobieren. So, die pumpen da jetzt irgendwas rein. Ach, der Kultivierer braucht auch Wasser anscheinend. Kann ich dem das irgendwie reinpumpen?
sowieso nicht. Ja, da geht das Wasser rein, aber da braucht noch Strom. Ach, da unten ist meine Abwehrstellung. Stimmt. Alles noch ganz? Ja. Oh, nee, dort drüben. Eieiei, hier haben sie doch jetzt mal was zerstört. Das ist nicht schön. So, wir machen da mal eine Verteiler-Eskalation. Geht das? Ja, das geht. Oh, ist wohl nicht dort rein. Okay, da haben sie jetzt ein bisschen hier das mal zerstört. Jetzt rächt sich das natürlich, dass wir das so ein bisschen weit vorgebaut haben und da jetzt keinen Platz haben, um die Mauer zu erweitern. Oh oh. Jetzt haben wir ein Riesenproblem. Oh gut, Schwein gehabt. Jetzt müssen wir schnellstmöglich das wieder aufbauen. Was die ja kaputt geschossen haben. Mal so und das Reparaturding. Die sind noch was kaputt gemacht hier oben. Das Förderband. Na gut, ich könnte ja. Ich mache hier mal für den Notfall. Einfach mal hier noch so ein paar Abwehrpositionen hin. Falls die wieder durchbrechen, werden die dann dort von denen hoffentlich abgefangen. Jetzt kommen sie von dort.